Um einen Blick auf die kommende Woche zu werfen, schließe ich uns der Handelsanalyst von Forex Live an. Ryan, was sind die Auswirkungen der Börsenhandelseinstellung in China? China wird in diesem Jahr ein großes Thema werden. Die Wachstumssorgen tauchen immer wieder auf. Wie auch jetzt, nach dem jüngsten riesigen Rückgang der Makrodaten. Die Verluste in Aktien werden große Märkte offensichtlich treffen. Am Montag waren die europäischen Märkte schon ein Stück tiefer. Die USA werden wahrscheinlich folgen. S&P Futures sind 30 Punkte tiefer. Das BIP wird ein Knaller sein. Die Märkte schalten sich von den USA auf China und sein BIP um. Die Angst ist meines Erachtens ein bisschen übertrieben, denn auch wenn Chinas BIP auf 6% oder niedriger sinkt, ist es immer noch viel besser als die meiste entwickelte Welt. Und das sollte für den Markt im Mittelpunkt stehen. Was Währungen anbelangt, so sind die Rohstoffwährungen offensichtlich dadurch getroffen, vor allem der Aussie-Dollar, der vor kurzem sehr widerstandsfähig war, wird nun wieder in Probe gestellt. Er dürfte diese Woche im Bereich zwischen 74 bis 71 bleiben. Sie erwähnten die USA. Die Fed wird wahrscheinlich im Rampenlicht bleiben, denn am Mittwoch wird das Protokoll der FOMC-Sitzung vom Dezember veröffentlicht, wo die Zinserhöhung beschlossen wurde. Glauben Sie, dass dort einige Hinweise auf künftige Schritte enthalten sind? Auf jeden Fall. Wir hatten eine gute Nachricht in der Pressekonferenz. Spätere Nachrichten waren auch positiv und ich glaube nicht, dass jemand mit einem schnellen Straffungstempo rechnet. Doch wir müssen Gedanken jedes einzelnen Mitglieds sehen, um schließen zu können, inwieweit dovish oder falkisch die Botschaft der Sitzung war. Das wird die Erwartungen des Marktes bestimmen. Wir haben bereits Kommentare von Mester. Sie erwartet 4 Zinserhöhungen in diesem Jahr. Wir möchten von dovischen Mitgliedern hören, die wahrscheinlich 1 oder 2 Mal erhöhen wollen. Und Janet Yellen spricht immer im dovischen Ton. Ich erwarte keine drastische Zinserhöhung, aber der Markt wird von Datenpunkt zu Datenpunkt springen. Also würde die Fed vielleicht lieber quartalsweise steigern. Beim US-Dollar, glaube ich, wird diesmal die Konsolidierungsphase länger als sonst dauern. Ich glaube nicht, dass wir große Sprünge zurück auf die Höchststände von 1,30 oder 1,25 sehen werden. Der Markt hat seinen Wunsch erfüllt bekommen. Die meisten waren long auf den Dollar in Erwartung der Zinserhöhung. Nun ist die Zinserhöhung da, alle steigen aus und fragen, was nun? Und schließlich, welche Indikatoren haben nach Ihrer Meinung das größte Potenzial, die Finanzmärkte in dieser Woche zu prägen? Offensichtlich sind es die US-Arbeitsmarktdaten, die sind immer wichtig, aber diese Woche von weniger Bedeutung, da die Zinserhöhung jetzt unabhängig vom Arbeitsmarkt ist. Der Arbeitsmarkt ist mittlerweile robust. Er müsste über ein paar Monate stürzen, um Sorgen zu erregen. Europa wird die Aufmerksamkeit des Großteils des Marktes auf sich ziehen. Viele wurden von der QE am Jahresende enttäuscht. Die EZB stellte eine wirtschaftliche Erholung fest, hielt sich zurück und vollbrachte nichts Beachtliches. Die Inflationsdaten vom Dienstag sind auch wichtig. Wir sehen einen beträchtlichen Sprung, also müsste der Euro zulegen. Die Wirtschaftsstimmung und die Einzelhandelsumsätze sind auch wichtig. Ich denke, der Euro wird im ersten Halbjahr für Long-Positionen attraktiv werden. Danke für den Beitritt, Ryan. Beachten Sie, wie diese Marktschieber Ereignisse in dieser Woche prägen. Auf Wiedersehen, bis demnächst.